Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Ich hoffe, es geht euch gut und ich will euch heute eine Kleinigkeit präsentieren, denn zu dem hier kommt bald auch ein wunderschönes Video. Den könnt ihr euch jetzt schon mal angucken in dem Link in der Beschreibung. Und ja, mit dem Code NONAS6 bekommt ihr auch noch einen Rabatt von 30 Euro. Aber wartet das passende Video dazu ab, da werdet ihr sehen, das ist echt viel Leistung, was in diesem kleinen Ding hier steckt. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir erstmal los mit der neuen Nerd News. Starten wir erstmal mit Ubisoft. Und da gibt es jetzt wieder mal ein kontroverses Thema, was man hätte wissen können, aber was so keiner richtig wusste. Und zwar löscht Ubisoft Accounts, wenn ihr zu lange inaktiv seid. Und das betrifft auch Accounts, die gekaufte Spiele haben. Also hier wird dann dieses Lizenzabkommen, was ihr mit dem Hersteller abschließt, wirklich real. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr euch einloggt. Sonst sind eure gezahlten Spiele, DLCs und so weiter für immer verschwunden. Wenn ihr also einen Ubisoft-Account habt und da eine ganze Menge Spiele drauf registriert, dann unbedingt jetzt mal einloggen. Ihr werdet wahrscheinlich eine Mail vorher bekommen, aber manchmal kann es ja auch sein, dass sie einfach im Junkmail landet und dann steht ihr auf einmal da. Das wäre natürlich eine blöde Sache. Schaut da auf jeden Fall bei Ubisoft Connect mal rein und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar mit einem kontroversen Thema auf der Xbox. Und hier wird es spannend, glaube ich. Denn die Xbox hat ja jetzt Endstream Arcade. Und das ist ja ein Arcade-Programm im Grunde genommen, wo ihr uralte Spiele streamen könnt. Aber das geht auch bis in die frühen 2000er. Und da sind PlayStation 1 Spiele mit dabei. Und die laufen dann auf der Xbox. Das ist soweit ja eine coole Sache. Ich hoffe einfach mal, dass Endstream dann für den Preis von 29 Euro für ein Jahresabo oder 79 Euro für ein Lifetime-Abo wirklich alles lizenziert hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier durchaus die ein oder anderen Probleme geben könnte, wenn man PlayStation 1 simuliert bzw. emuliert, weil da Sony natürlich auch gerne mitverdienen wollen würde. Unter anderem wurden jetzt Spiele wie Descent, Glover, Reloaded, MDK und Worms angekündigt und ja, das ist halt schon ein schwieriges Thema, glaube ich. Wenn man sich natürlich mit dem Hersteller einig wird, okay, aber ob Sony das jetzt so mag, dass die PlayStation 1 jetzt auf anderen Systemen läuft, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Mal sehen, was da noch bei rumkommen wird. Aber kommen wir doch einfach mal in die PlayStation-Sparte und da gibt es ein paar interessante Themen, unter anderem zum Beispiel Insomniac Games. Die arbeiten ja momentan am Spider-Man 2 und am Wolverine-Spiel, aber es soll wohl noch ein drittes Spiel in der Mache sein. Das hat man zumindest jetzt angedeutet und ja, ich sag's mal so, warum nicht? Insomniac Games hat's auf jeden Fall drauf. Das wurde nun in einem Podcast bestätigt und ich bin schon gespannt, welches das sein wird von diesen Spielen. Ich hoffe ja auf einen Iron Man. Aber da kommt ja jetzt demnächst auch was und ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall wieder hochqualitative Ware haben werden. Kommen wir mal zu etwas, was ein Update verdient, denn High on Life habe ich ja in der letzten News erwähnt, dass es eventuell für die PlayStation kommen könnte, denn es war ja schon im Backend und ja, was soll man sagen, es kommt für die PlayStation und ihr dürft es jetzt schon offiziell kaufen. Für 59,99 könnt ihr das verrückte Adventure mit sprechenden Waffen jetzt erwerben. Ein anderes Spiel, was schon längst hätte draußen sein sollen, ist Quantum Error und das sollte eigentlich zum Release der PlayStation 5 mit schicken Raytracing-Effekten und so weiter kommen und soll ein recht solides Horror-Adventure werden. Ja, soll. Denn es ist noch nicht draußen und das knapp 3 Jahre nach Release der Konsole, aber es gibt jetzt 2 neue Gameplay-Trailer und die zeigen vor allem, dass man das Spiel in der Third-Person, aber auch in der First-Person spielen kann, was eine ungewöhnliche Entscheidung ist. Von den Raytracing-Effekten sieht man momentan aber nicht allzu viel in diesen Gameplay-Trailern, gerade bei Beleuchtungseffekten fehlen die dann doch schon manchmal. Schick sieht es aber allemal aus, ich bin gespannt, wann das Spiel endlich kommen wird. Und was auch bald kommen wird, ist Project Q. Das hat Sony jetzt offiziell angekündigt und da gibt es jetzt schon die ersten geleakten Geräte im Internet und die sehen auch durchaus realistisch aus. Das Tablet mit dem passenden Controller-Ansätzen sieht aber meines Erachtens nach, ich weiß nicht. Also meins ist das jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, twitter.com/nerdovernews.
wenn das nicht bald x.com/nerdovernews heißt, aber das werden wir dann sehen. Und da habt ihr fleißig dran teilgenommen. Über 2000 Teilnehmer haben nämlich sich daran beteiligt, was man denn nun bezahlen würde für das Ding. Und ja, 41,9% lagen bei 100 Euro, während 35% noch bei 200 Euro lagen. Und bei 300 Euro gab es immerhin noch 17%. Mehr will dann kaum jemand ausgeben und das ist halt schon eine Ansage. Und ich bin ganz ehrlich, mehr als 150 Euro dürfte das Ding auch nicht kosten. Was aber viel interessanter ist, dass es offensichtlich mit einem Qualcomm-Chip kommt, also wahrscheinlich mit einem Snapdragon-Chip und auch noch mit Android. Zumindest basiert die Konsole, die man da sieht, auf einem Android-System und ja, ich denke mal, das ist einfach nur eine frühe Version, die man darauf gespielt hat und Sony wird da wahrscheinlich noch ihr eigenes Design rüberstülpen, aber es ist schon eine interessante Entwicklung. Vielleicht kann man aber damit auch in irgendeiner Weise Mobile-Games spielen, weil Sony wollte ja auch in Mobile Games investieren. Vielleicht kommt da ja demnächst was, was wir denn exklusiv auf diesem Handheld spielen können. Hoffentlich nicht zu spät. Kommen wir mal in die Nintendo-Sparte und hier gibt es leider momentan nicht viel. Aber man hat so den Eindruck, Nintendo bereitet sich gerade wieder auf neue Announces vor. Vielleicht auch wegen der Switch 2 und die werden ja bald auf der Tokyo Game Show sein. Und deswegen ist es gerade wie in allen anderen Bereichen relativ ruhig. Aber kommen wir mal zu den Themen. Und zwar Pikmin 1 Plus 2 wurde jetzt von Digital Foundry getestet. Und die haben gesagt, ja, das Ding sieht fast genauso aus wie das GameCube und wie original, nur dass es 16:9 hat und einige Sachen wurden per AI texturtechnisch überarbeitet. Trotzdem sind es Top-Spiele, halten stabile 30 Frames leider, obwohl 60 möglich gewesen wären, wie einige Emulator-Projekte schon bewiesen haben. Das ist natürlich ein bisschen nachlässig, aber auch nicht anders zu erwarten. Im Grunde genommen basiert das Spiel auf derselben Technik wie zum Beispiel Super Mario Galaxy auf der Switch. Denn man emuliert per CPU das Spiel, also die Physikeffekte und so weiter und so fort, und per GPU wird die Emulation vorangetrieben. Naja, immerhin, aber es läuft und macht natürlich den Wegbereiter für viele andere GameCube-Ports, wie zum Beispiel F-Zero GX. Und weiter geht es noch mit einem kleinen Teil, und zwar die Entstehungsgeschichte hinter Pikmin, die könnt ihr nämlich ab sofort nachlesen und da sieht man, das sollte ursprünglich fürs Nintendo 64 geplant sein mit der Vogelperspektive, also noch nicht mal isometrisch oder so und die Pikmin wären da auch nur 2D-Figuren gewesen. Das ist eine coole Sache, das ist eine coole Erkenntnis, wer daran Interesse hat, Link habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Und zu guter Letzt habe ich euch auch noch einen Link zu Pikmin 4 in die Beschreibung gepackt, das gibt es nämlich jetzt schon für 47,99 im Geizhals-Preisvergleich, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. So, und dann kommen wir noch zu zwei letzten Themen im Ticker. Unter anderem zum Beispiel Diablo 4 Patch 1.1. Viele Leute sind bei mir in den Stream gekommen auf Twitch und haben gesagt, oh, Nerdy, Alter, das geht gar nicht, das Ding. Und ich denke mir so, was geht denn da nicht? Weil ich spiele das ja überhaupt nicht. Aber auch Blizzard hat sich jetzt offiziell dazu geäußert mit den Worten, wir wissen, dass es schlecht ist und wir werden so ein Patch nie wieder bringen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob man sich das da mit der Community wieder, naja, sagen wir mal, ob man sich da wieder einigen kann. Und zu guter Letzt, für alle Leute, die auf ihren Analog Pocket warten, die können demnächst wahrscheinlich aufatmen, denn Analog sagt, dass der Pocket jetzt endlich wieder ausgeliefert werden kann. Das ist ja ein Riesenerfolg, dieses Ding, und ich liebe meinen, aber ja, es ist halt kaum lieferbar. Jetzt sollen aber alle Vorbestellungen bis Ende August ausgeliefert werden können. Also auch hier hat man offensichtlich wieder ein bisschen mehr Chips zur Verfügung. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser neuen Nerd News. Kurz und knackig, wir sind mitten im Sommerloch. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Und mein kleiner Hinweis, schaut doch gerne mal bei nerdpodcast.de vorbei. Da könnt ihr nämlich noch das 30-tägige kostenlose Abo abschließen. Das wird es ab dem 9.9. mit der neuen Staffel von nerdpodcast.de nicht mehr geben. Also guckt da gerne mal rein, genießt den Backkatalog und wenn ihr wollt, könnt ihr es dann auch gleich wieder kündigen. Den Link dazu findet ihr natürlich unter Podcasts in der Beschreibung und unter Steady könnt ihr das Abo abschließen. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser kleinen Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.